Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold und unser Thema heute: in Sabines Garten entdeckt ein Vierbeerenstämmchen. Hier sehe ich ja zu meiner Freude natürlich ein Vierbeerenstämmchen. Jetzt gerade mit reifenden Früchten, schon schwarz, noch nicht ganz gut. Richtig gut werden sie in den nächsten 3 Wochen lange hängen lassen. Und ich freue mich natürlich, dass Sabine Rehwel in ihrem Garten gleich so ein Stämmchen gepflanzt hat, das schon jetzt im ersten Jahr doch einiges an Früchten auf sich trägt. Seien Sie vorsichtig bei der Ernte. Man meint dann immer, dass man jetzt reife Früchte hat, aber es muss dann immer noch etwas Zeit vergehen, bis sie wirklich gut werden. Es gibt auch die folgende Reife. Es hat Früchte, die schon reif sind oder schon schwarz sind, andere, die noch rot sind. Und man muss wirklich warten, bis die allerersten platzen. Dann ist der richtige Moment, um zu ernten. Hier etwa in 2 bis 3 Wochen. Wie immer, schreiben Sie Ihre Kommentare unter die Videos unten rein. Wenn Sie Erfahrungen mit den Vierbeerenstämmchen haben, dann schreiben Sie es unten rein und helfen Sie uns, mehr über diese Baumform bei den Vierbeeren zu lernen, denn es sind doch die ersten Stämme, die jetzt in den Gärten stehen. Verloren im Labyrinth, aber ich weiß den Weg. Hier geht's zu Luberacom, zu unserem Shop mit über 5000 Gartenpflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier geht's zum YouTube-Channel, da können Sie sich einschreiben. Hier unten, da geht es zu gartenvideo.com, wo Sie viel einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht es zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Und jetzt gehe ich weiter.